Wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, was ein Operational Model ist und wie es Ihnen helfen kann, das Beziehungsgeflecht von Ihrem Unternehmen zu verstehen und vielleicht auch verdeckte Mitwettbewerber zu entdecken, das erkläre ich Ihnen in dem Video. Hallo, mein Name ist der Axel Schröder. Ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung Axel Schröder. Vielleicht haben Sie schon mal von dem Thema Operational Model gehört, dass man im Kontext von ich baue Prozessmodelle und ich muss mein Unternehmen irgendwie darstellen, in einem Beziehungsgeflecht aufgetaucht ist. Genau das ist ein Riesenthema. Wie habe ich einen Überblick über mein Unternehmen im Kontext zu allen anderen wesentlichen anderen Gruppen? Und solche Gruppen können zum Beispiel sein Kundensegmente. Sie haben ein Produkt A und dieses Produkt A verkaufen Sie an ein bestimmtes Kundensegment. Sie haben Lieferanten, auch das ist eine Gruppe. Sie haben aber nicht nur Kunden und Lieferanten, sondern Sie haben auch Beziehungen mit Ihrem Unternehmen zu anderen wesentlichen Gruppen, zum Beispiel zu Behörden. Da ist zum Beispiel das Finanzamt. Sie müssen jeden Monat Ihre Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, Sie müssen Ihre Jahressteuererklärung abgeben. Also es sind da durchaus intensive Beziehungen zum Finanzamt auch da. Und sollte sich das Finanzamt mal ankündigen zu einer Betriebsprüfung, dann haben Sie eine sehr intensive Beziehung. Es gibt aber auch noch andere, zum Beispiel Kooperationspartner. Sie haben mit jemandem gemeinsam eine Kooperation vereinbart, wo Sie gemeinsam zum Beispiel Produkte entwickeln oder wo Sie einfach eine Marketingkooperation entsprechend aufbauen. Auch das ist eine Gruppe, die in ein Operational Model mit reingehört. Und damit man das Ganze auch ein bisschen darstellen kann und wie sowas funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt am Whiteboard. Wir haben das Operational Model und in der Mitte steht Ihr Unternehmen. Das können wir so als ein wenig einkreisen und dann gibt es dazu eben dieses Beziehungsgeflecht, zum Beispiel Kunden oder Kundengruppe A. An die Kundengruppe A verkaufen Sie das Produkt A und genau das ist dargestellt, indem wir hier einen Pfeil einbauen, Sie verkaufen Produkte, zum Beispiel das Produkt A. Und dafür bekommen Sie von Ihrem Kunden Geld überwiesen, als Preis für Ihr entsprechendes Produkt. Sie haben aber jetzt natürlich auch Lieferanten. Und diese Lieferanten liefern Ihnen Ware. Und dafür bezahlen Sie wiederum Ihre Lieferanten. Und auf die Art und Weise können Sie Ihr Unternehmen entsprechend zu den großen Kundengruppen oder zu den großen Gruppen eigentlich oder Anspruchsgruppen entsprechend positionieren und bekommen einen Überblick. Nicht nur die Kundengruppen, zum Beispiel haben wir eben die Behörden, nehmen wir an hier Finanzamt. Sie müssen Erklärungen abgeben und vielleicht gibt es dann auch andersrum mal eine Prüfung. Und was man jetzt aufdecken könnte, wäre zum Beispiel, dass die Kundengruppe A und der Lieferant beispielsweise eine Marketingkooperation abgeschlossen haben. Das könnten Sie beispielsweise im Zuge von Befragungen oder von Marktforschung und so weiter herausgefunden haben. Und genau diese Zwischenbeziehungen, die nicht über Ihr Unternehmen laufen, sondern vielleicht zwischen den einzelnen Gruppen vereinbart sein könnten, das sind wertvolle Informationen. Kann aber auch sein, dass hier sich Geflechte zusammenbilden, die auch sehr schwierig und risikoreich für Unternehmen sein können. Zum Beispiel, wenn sich verschiedene Kundengruppen, A, B, C, D zum Beispiel, zusammentun und damit eine Nachfragemacht entwickeln, dann könnte es sein, dass diese Kundengruppen in der Lage wären, ihr Unternehmen zu Handlungen zu zwingen, die sie vielleicht selbst gar nicht haben wollen. Und um sowas rechtzeitig zu erkennen, dafür braucht es eben ein Operational Model. Dazu gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, wo Kundengruppen ein Unternehmen wirklich gezwungen haben, bestimmte Dinge anders zu machen. Das berühmteste Beispiel dabei ist Harley-Davidson. Der Hersteller der absoluten Kult-Motorradmarke Harley-Davidson ist nicht mehr in der Lage, vollständig die Produkte so zu designen, wie es das Unternehmen sich vorstellt, sondern
von der Nachfragegruppe, von den Kunden wird bestimmt, wie der Markeninhalt sein soll, wie der Spirit sein soll, wie entsprechend das Produktdesign sein soll, welche Eigenschaften es haben soll. Das wird mittlerweile ganz stark von den Kundengruppen von Harley-Davidson selber definiert und nicht mehr vom Unternehmen. Also Harley-Davidson als Hersteller hat eigentlich den Inhalt über seine Marke letztendlich verloren, weil sich große Kundengruppen zusammengetan haben, um bestimmte Dinge zu machen. So, ein Operational Model ist also ein Übersichtsmodell, was Ihnen hilft, bestimmte Dinge einfach besser zu verstehen, ist damit auch Teil quasi Ihrer Unternehmenssteuerung, Ihrer Unternehmensstruktur. Wenn Sie noch überlegen möchten, wie das zusammenpasst mit dem Prozessmodell, wir haben fürs Prozessmodell selber ein eigenes Video entsprechend verfasst, wo Sie sich vertieft damit auseinandersetzen können. Aber mit dem Operational Model haben Sie eine gute Ergänzung, um externe Einflüsse wirklich gut sehen zu können. Damit Sie auch weiterhin am Ball bleiben, abonnieren Sie unseren Kanal. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Videos zu solchen Themen. Und ich freue mich dazu, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.